Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen hier auf Pokémon Go auf dem Game Boy Advance. Und ja, wir sind, wir haben letztes Mal, sorry, ich muss jetzt hier den Kontroll noch schnell anschließen. Ich habe ja hier den Xbox schon mal gezeigt, hier den Xbox Controller. Vielleicht hole ich mir auch. Moment. Vielleicht hole ich mir auch mal den richtigen. Wenn ich jetzt Nintendo-Spiele mache, Super Nintendo oder so, dann hole ich mir auch den passenden Controller dazu. Aber ich wollte jetzt hier eigentlich noch die Musik ein bisschen leiser machen, weil ich verstehe mich ja fast nicht. Moment kurz, ich suche das und dann gibt es wieder einen Cut. So, ich habe es gefunden. Ich habe hier einfach bei der Mix-Konsole, oder wie das heißt, auf dem PC, Lautstärke-Mixer, dort habe ich Game Boy Advance leiser gemacht. Und ja, eben wie gesagt, letztes Mal waren wir in Verona City. Wir haben dort etwas einen Professor gebracht. Und ja. Ich weiß jetzt genau gerade nicht, wie es weitergeht. Ich denke, wir gehen einfach mal zurück und schauen, was die Leute uns sagen werden. Vielleicht müssen wir wieder irgendetwas bringen, aber jetzt wieder ein Match. Und Takle ist schon immer am besten, aber schaut dort nicht. Takle ist schon immer am besten. Die Erfahrung gesammelt. Eben, ich werde schauen, dass ich, ob mir diese alten Games gefallen. Ah, das habe ich jetzt gekriegt. Eine Karte habe ich gekriegt. Wohin muss ich? Ich werde schauen, ob mir solche Games gefallen, dann werde ich auch von Super Nintendo oder, ja, ich sehe mir die Namen, ich weiß nicht mehr, welche Nintendo ich hatte. So, wir hatten Super Nintendo. Ja, ich werde es sonst im nächsten Video euch sagen, wie ich dran denke. Aber ich glaube ja, es war Super Nintendo, glaube ich. Einfach die Nintendo, die man gerade oben so rein stecken konnte, und es war, ja, ich habe geschaut, also was ich habe, ist die Super Nintendo, die normale Super Nintendo. Man kann ja bei allen Nintendo Spielen die Karte oben anstecken, aber wir hatten nicht ich Super Nintendo. Wenn man eben in Google eingibt oder im Wikipedia schaut, ist die Super Nintendo, die von 1990 bis 1998 kam. Und ich habe mal auf einer Konsolenkost gesehen, dass auf einer Seite kann man ganz viel so Super Nintendo etc. kaufen, und dort war der normale Super Nintendo Controller, aber mit den vier Knöpfen in Violett. Und ich habe so gedacht, hä? Ist das eine Nachproduktion? Aber nein, das ist keine Nachproduktion. Auf jeden Fall laut Wikipedia, das soll nordamerikanische Super Nintendo sein, von 1991 bis 1997. Und es hat ja
Super Nintendo gegeben, bis, also hier die letzte, die sieht aber schon ein bisschen moderner aus, die Super von Chico JR, das ist 98 bis 2003. Aber es ist die späteste Super Nintendo. Ist nicht, dass sie vielleicht oder so beliebt haben, sie das nochmals produziert, keine Ahnung. Ja, wollte ich einfach kurz sagen. Ich habe auch gesehen, es gibt extrem, extrem viele Spielkonsolen von Nintendo. Also nur alleine die Game Boys, die es gab, da gab es ja. Ich kann euch gerade mal sagen, ich habe gestern geschaut, was es gibt, und jetzt habe ich kurz mal die Seite offen. Also es gibt natürlich den normalen Game Boy, der wie Tetris, das man gekannt hat und bla 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 halt. Der war 1989, der normale Gameboy. Dann gab es den Gameboy in einer Special Edition. Der war einfach von 95, der war ein bisschen wie, wenn man den so gehalten, und da hat man hier das Kreuz und hier rechts zwei Knöpfe und unten Select und Start. Das Ganze war sozusagen ein durchsichtiges Gehäuse oder so dargestellt, ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Dann gab es im Jahr 96. Der ist einfach ein bisschen kleiner. Also logisch, der hat vielleicht auch bessere Batterien oder ich weiß nicht was. Aber ich sage jetzt nur das Äußerliche, dann gab es Game Boy Light. Bei mir hat es angefangen mit dem Game Boy Color. Dann gab es den Game Boy Advance. Und dann gab es den zum Zuklappen, der Game Boy Advance SP. Und dann gab es noch einen Game Boy Micro, den habe ich nicht gekannt. Und ja. Was es noch gibt für die Super Nintendo, gibt es so einen Adapter, den in die Super Nintendo reinmachen könnt. Dann könnt ihr dort die Game Boy Color Spiele spielen. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Nachproduktion. Emulation, genau. Wurde ab 1994 das Game Boy Super Game Boy angeboten. Und das ist einfach so ein SNES-Modul. Ja. So fasziniert von diesem Zeug. Scheiße. Ja, wieder zurück im Spiel. War nicht gespeichert natürlich. Ich bin so fasziniert an dem, weil es gab schon früher solche Special Dinge. Also zum Beispiel hatten wir bei Super Nintendo einen Controller, wo man ganz viele Regler so hatte, unterhalb, also zwischen dem Steuerkreuz und dem, ja, einfach in der Mitte hat es ganz viele solche Regler gehabt, und dann kann man dort solche Kombinationen einstellen. Zum Beispiel ein Kampfspiel führt dann der Charakter die ganze Zeit eine Attacke aus. Natürlich nicht fair, aber das gab es da schon, original. Und darum bin ich so fasziniert wegen, weil es schon dort solche coolen Dinge gab. Oder zum Beispiel kann man ja auf dem Super Bowl, das ist so eine Low-Budget-Produktion, kann man ja, das ist wie ein Controller, die Größe von so einem Controller, und dann hat man dort ein Bild, oder kann man oben die normalen Super Nintendo-Spiele oder auch andere SNES oder was, nein, NES-Spiele reinstecken. Nicht nur Super Nintendo, auch die andere vom anderen Jahrgang. Und dann kann man das dort auch spielen, aber es geht nicht alle Spiele, dann braucht man eben den Adapter, wo es aber auch früher schon gab. Ich weiß nicht, ob es früher genau das Problem auch schon gab. Ich weiß es nicht. Ja. Dann bin ich so richtig so
bisschen fasziniert. Ich bin das zum Beispiel dazumal, also wie es jetzt im Wikipedia stand, gab es das dazumal schon, dass man die Gameboy-Spiele auf dem Ding spielen konnte. Also von dem her braucht man nicht für jedes Spiel eine Konsole. Kann man eine Konsole haben und dann alle Spiele, also ja, oder zwei, drei Konsolen haben und hat man damit 8 Konsolen vielleicht gespart. Finde ich jetzt noch interessant. Vielleicht werde ich mir der Super Boy auch holen. Ich muss noch schauen, wie das ist. Vielleicht reicht mir das auch der Emulator mit einem nachgefertigten Controller. Vielleicht reicht das mir auch, oder? Vielleicht reicht das mir. So, jetzt habe ich die Karte wieder gekriegt. Jetzt muss ich mal schauen, wo gehen wir hin. City. Gehen wir mal hier hin. Ah, nicht zumachen. Falsch, ich möchte irgendwie kann man hier nicht. Ja gut. Gehen wir mal alles hoch zu. Marmoria, also nach Vertania. Nach Vertania. Entschuldigung, da kenne ich mich noch zu wenig aus. Also mal hoch, alles hoch. Dann werden wir hier wieder. Für alle, die nicht wissen, warum ich auf einmal so. Oh, schon wieder. Für alle, die nicht wissen, warum ich jetzt auf einmal so fasziniert bin von dem ganzen Zeug, ist einfach, Flying Uwe ist übelst Fan momentan. Ich hab voll den Flash. Ich weiß nicht, es gibt ein anderes Wort für Flash irgendwie. Also umgangssprachlich für die Erinnerung. Und hat da auch originales SNES, auch verpackte SNES-Spiel gekauft, die ungefähr, ich habe mal im Internet nachgeschaut, die ungefähr 800 Euro wert sind für ein original verpacktes Spiel. Es gibt dann verschiedene Punkte, wenn man so ein Spiel kauft. Aber ich sollte vielleicht, wie viel Leben hat mein Pokémon noch? Oh nein, ich gehe zurück, ich muss zuerst das Pokémon heilen. Wenn man so ein Spiel kauft, kann man zwischen. Also, ich weiß nicht, ob es auch solche mit 10 Punkten sind, aber Uwe hatte eins mit 80 plus und da gibt es das höchste. Ich glaube 95 Punkte und 100 ist das Maximum, die man einschätzen kann. Und eben Uwe hatte 80 und ich denke mal, es hat schon über 700 Euro gekostet für 80 Punkte und ich denke dann, es kann schon noch heftig werden, wenn man da. Spiel kauft mit 95 Punkten, was zahlt man da? Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob man dann, ob der Wert sich extrem, also ob es dann extrem teurer wird, ob es dann irgendwie 2.000-3.000 ist oder ob es dann vielleicht bis auf 1.200, 1.300 kommt, was natürlich auch schon genug ist, oder? Also jetzt möchte ich erstmal das Pokémon heilen. Ah, da bin ich falsch, da bin ich ja beim Professor. Oder ist das Poké Center? Ist das Poké Center gar nicht in diesem? Wo ist denn das Poké Center? Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ich diese Center ist. Ich meine nicht das. Da war es ja auch nicht. Ich schaue jetzt trotzdem mal rein. Ich bin einfach so geflasht. Ich dachte früher, ja okay, man kann Gameboy-Spiele auf dem Gameboy spielen, fertig. Man kann Nintendo-Spiele auf dem Nintendo spielen und.
Aber nicht, dass es so Emulatoren schon dort mal gab. Das. Ja. Das, ich finde einfach gerade so. Es ist so schön irgendwie, was die Technik schon früher so. Ja. Logisch, heutzutage, das kann man nicht vergleichen, aber ich meine, die Mittel, die man früher hatte, und dann. Ja. Ich muss das Pokécenter unbedingt finden. Ich muss das Pokécenter unbedingt finden. Oh. Ja, ist gerade tot. Mein Pokémon ist jetzt gleich tot. Da in Fertania City ist es echt tot. Kann ich es irgendwie genau sagen. Ich darf keinen Kampf mehr haben. Ich darf keinen Kampf mehr haben, jetzt ist fertig. Dann ist mein Poké wieder tot. Sicher jetzt egal, auch wenn ich halt nachher sterbe. Aber ich habe die Karte schon, sonst muss ich das auch wiederholen. Leben durch. Oh. Dann halt. Ah, ich bin hier. Ah, sehr gut, hier ist das Pokécenter. Ah, wie schön, wie schön, wie schön. Ich hab's durchgeschafft. Ist wie schön. Ah, das ist ein schönes Gefühl. Es ist schon geheilt jetzt, oder? Nein, ich will nicht das machen, sondern Pokémon. Ja, 29 von 29, sehr gut. Gut, dann mal schauen. Beutel. Karte. Alles hoch. Also ich werde euch jetzt sagen, ich bin so geflasht, also ich denke, das Thema Nintendo wird sich bei mir jetzt auch dank Uwe wird sich sicher auch ein bisschen verbreiten, bei mir auch mit Poster etc. Ja, das weiß ich doch schon. Ah, jetzt muss ich gegen ihn kämpfen oder was? Ah, er zeigt mir jetzt den Pokédex-Beutel. Dann geht man zurück, Basis-Item, zurück an Pokéball. Dann werft man einen Pokéball. Früher hatte ich auch so kleine Pokéballe, die mit Süßigkeiten gerührt waren. Dann kommt man am Kiosk gekauft. So lustig. Gefangen. Das war gut, ja, das war sehr, sehr gut. Lernkanal, gut, sehr gut. Schaue ich dort dann rein, um Hilfe zu bekommen. Ja, das ist gut, ja. Ja. Jetzt geh mal weg. Ach, immer da schnurren, 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 schnurren. Ich darf vielleicht nicht mehr drücken, ich muss einfach weglaufen, oder? Genau, so jetzt. B drücken zum Weglaufen und nicht wieder A. Da wird wieder geschwatzt sonst. Na toll. Soll ich dann eigentlich in diesen Häusern? Wenn jetzt irgendwie in der Schweiz ein. Wohnen wir in der Schweiz? Wenn es in der Schweiz irgend. Ah, nicht schon wieder. Irgendein ein Nintendo-Museum gibt, da muss ich unbedingt hin. Unbedingt mal hin, um das alles aufzuschnappen, was da früher gab. Sind jetzt eigentlich Pokémon.
Beutel. Ja, und kann einfach jetzt nicht gerade. Genau, jetzt gehen wir noch alles hoch. Irgendwie müssen wir auch raufkommen. Kommen wir hier vorbei? Echt? Wahrscheinlich nicht. Ah, mal, irgendwas geht. Gut. Ich muss alles ein bisschen. Ah, da ist ein Pokéball. Ah, genau, das war früher auch so. Ich muss. Ah, komm da nicht hin, komm da nicht hin, da ist ein Pokéball. Wie kommt man da hin? Ja, hier war auch ein Zerschneider. Kann ich das zerschneiden hier durch? Da, jetzt habe ich wieder ein Pokéball, Alter. Wo bin ich denn hier? Oh, durch den Wald, das ist ganz gefährlich. Das ist ganz gefährlich. Ich weiß gar nicht, wo ich hier durchlaufen soll, um dann ans richtige Ort zu kommen. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Also jetzt bewusst nicht genau, wo ich durch soll. Ah, jetzt kann ich ohne anfangen, ja. Zuerst mal einen Kampf. Dann schaue ich, ob ich nachher einfangen kann. Oh. Tackle, komm, Tackle. Nicht einen Tackle machen. Endlich, bevor ich tot bin. Ah, Hornleo hat mich getroffen. Gut, jetzt setzt Hornleo gerade einen Schuss ein. Ich bin verwirrt. Jetzt setze ich Tackle ein. Ich hoffe, es geht. Also, schon wieder Giftstoff. Gut, jetzt habe ich gewonnen. Kann ich jetzt einfach nicht anfangen? Ich dachte, jetzt wäre es schwach und dann anfangen. Das ist ganz komisch. Ah, hier hat es einen Trainer. Wir wollen jetzt einfach mal hoch und ich bin mal hier die ganze Zeit. Fighten, was das Zeug hat. Komm, hör mal an mit dem Kampf, ich muss jetzt durch. Noch mal einmal tackle. Nee, komm jetzt, komm schon. Noch einmal tackle. Dann, sehr gut, Volltreffer. Ah, hier hat's ein Pokéball. Ah, ein Trank war das. Okay. Okay. Wieder genug Pokéball. Wie viel? Wie viele Pokéball habe ich noch? 5 Stück. Okay. Ich habe ja noch gar keinen gefangen bis jetzt. Ah, wer ist das? Hey, du hast doch einen Pokéball. Los, lass uns kämpfen. Der erste Kampf gegen einen Trainer. Gegen einen Sammler, okay. Gladuch, okay. Der ist Tonglu ein, Level 6. Ich setze Shigi Level 9 ein. Ich kann anfangen mit Tackle. Ich setze Tackle ein, Hongliu hat jetzt ein Drittel weg. Aber das Problem ist, ich habe noch 17 von 29 Punkten. Mein Ding sinkt. Ich setze Tackle ein gegen Hongliu. Nee, sie setzt noch das eine. Ich Tackle ein, Hongliu ist weg. So ein Volltreffer. Ich hoffe jetzt einfach oben hat es wieder ein Pokécenter. Sonst. Dann schauen wir alt aus mit 16 Punkten. Ah, ich habe jetzt Panzerschutz. Okay.
Was jetzt noch einer? Alter. Aber er hat ja nur zwei Mobs, die ich gesehen habe, das ist schon mal gut. Beziehungsweise zwei Pokémon. Ich habe gewonnen. Und bald Level 11. Ah, Rampi hat es nicht geschafft. Obscura gewinnt 72. Blablabla. Keine Ahnung, Pokédollar oder was. Ich bin so ein Mittel hoch, da bin ich in Maronia City. Oder wie diese Stadt auch heißt. Aha, da ist das jetzt ein Ball. Gift habe ich. Gegengift habe ich aufgesammelt. Gut. Gibt es eigentlich hier auch Easter Eggs? Das würde mich auch noch ein bisschen interessieren. Ja, komme ich nicht mehr weiter. Ja, ich komme nicht weiter. Ja, sonst würde ich mal sagen, dieses Let's Play ist für jetzt genug lang. Ich speichere sonst hier. Und muss mir einfach merken, dass wir dann weiter hoch wollen. 50 Minuten sind gespielt. Spielstand wird überschrieben. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, wie ist es gewesen mit dem Thema Retro Games, beziehungsweise mit den Konsolen, was es da früher schon gab. Wie ich auf das Thema gekommen bin. Und ja, würde mal sagen, wäre das gewesen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dann, ciao miteinander, euer Obscuro94. Ade.